So. Herzlich willkommen bei Lego City Undercover. Hier ist euer Mr. Gamerlogan. Heute werden die Clown-Räuber gejagt. Jetzt in Aufnahme hat das Spiel irgendwie gleich einen Bug gehabt, dass die Steuerung irgendwie Geist aufgegeben hat. Und jetzt funktioniert wieder. Oh, schön von hinten. So. Schieb das Geld raus, Clownräuber. Die macht's gut. Sie kann nicht gesehen. Halt im Namen des Gesetzes. Damit kommst du nicht durch. Diese Doch. Stadt gehört jetzt den Gaunern. Nicht mehr lange. Ich sollte echt mal anfangen. So. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Ja. Wo meine Polizeitrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Ja. Ach, jetzt hab ich schon ein Cabrio. Wie passend. Tütüt. Wo ist der Clown? Erstmal. Lego Credits. Sieh mal einer an, es bewegt sich. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown, Bankräuber? Keiner? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Freigeschaltet. Kriminelle Scanner. Bankräuber, da gibt's nichts zu lachen. Ach, ein Clown. Einfacher Versteck-Clown. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Hast du eine Pflanze vergessen? Oh, so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Huh?
hast mich fast erwischt. Na, 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 na. Was machst du da unten, hä? Warte, du Clown. Kannst du nicht so hoch springen, hä? Du machst es mir nicht so richtig leicht. Kann man sagen. Du machst mich nur ein bisschen leichter. Hey Hans, kletter doch an der Bodenranke hoch. Oh, hoppla, kaputt gemacht. Boden. So, drauf damit. Dazu noch so richtig Druck raus. Ja, Typ, du liegst am Schlauch. Ja, wo einmal Ranke war, entstand ein Busch. Rauskommen und Flossen hoch. Oh, so ein Mist. Ja, Mist. Halt, im Namen des Gesetzes. Lass mich in Frieden. Verzieh dich, ich bin ein unschuldiger Clown. Ja, ja. Sagen alle Clown. Ich rufe dir weiter hinterher. Du kriegst mich nie. Naja, Clown. Kommt okay. Irgendwo noch ein Clown? Wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Nee, die harte Tour. Einer wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Nein. Sicher. Wow. Nicht so sicher. Das war wirklich die weiche Tour. Typisch. 2 von 3. Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Na, Kalender checken. So. Egal, noch mal ein Cabrio. So, Clowny, wo bist du denn? Oh.
Da bist du ja. Na klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Hm. Oh, hey, Officer. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Ich denke, das wird nicht einfach. Stellen Sie sich auf die Kisten. Ich hebe sie an. Gehen Sie da oben durch die Tür und verraten Sie dem Vorarbeiter nichts davon. Das ist gegen die Sicherheitsvorschriften. Ich bin ein Polizist, ja. Hüter des Gesetzes. Hey, besten Dank. Und nicht vergessen. Einfach weg. Direkt aus meiner Hand. Was weg? Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie, weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben. Du hättest besser dem Sandwich aufgegessen. Falls Gurke drauf ist, ist es nicht mein Sandwich. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Sandwich. Ach ja, das schon wieder. Gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte. Richtig. Sieht ein wenig eklig weiße aus. Ratte. Mein Cent. Ess besser. Blah. Larry! Der Typ hier will aufs Schiff. Hilf ihm mal! Klar doch, Boss! Sieh man ja. Schön mit Füße steuern. Zeitschrift lesen und die Steuerung einfach mit Füße zu steuern. Ja. Ist er drin? Ach, ein Clown! Bin heute in Spitzenform. Ein Clown zum Fangen. Wenn du nichts dagegen hast, misst dich dann mal los. Halt, Polizei! Kapp ich dich. 3 von 3. 3 von 3. Trophäe erhalten. Herumgekaspelt. Kapitel 2. Eingeholt von der Vergangenheit. Ja, hallo. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben es versaut. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Ja, darf ich mal? Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben, sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus, weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Wie beim Zirkus. Zirkus-Clowns. Aha. Ist das Ding an? Nein. Zirkus-Clowns. Hm.
Oh. Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. Passt. Natürlich. Blondine am... Ah, Blondie. Guckt keiner auf die Straße? Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du... Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein. Nein! Ja. Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind es im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Richtig. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Das war's. Ich bin ruiniert, sag ich dir. Außer die Eierpastete. So, jetzt bist du nicht ruiniert. Großartig. Der Imbiss ist gerettet. Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Ziel erreicht. Haufen Credit. Ah, oh, komm schon. Das werden die Kills jetzt weggehen. Nein. Alle. So. Kostet 3000, 30.000.
Ja, für Notfälle. Wie passend, schwarz. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen, das ist dir doch klar, oder? Ja, aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. Ja. Schon. Ich muss wirklich die Steuerung mich dran gewöhnen. Ja, stecken geblieben. Angekündigt? Ja, das hat sie. Freut mich, Chase. Duke Huckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit, aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Ja. Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Hä? Streifenbarsch, grau, ungefähr so groß. Nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ein paar Verbrecher schnappen. Klar. Viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Ja, sieht man. Greifhaken. Etc. Wurfhaken. Freigeschaltet. Chase, es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. Noch eine Umkleidekabine.
Oh-oh. Ja, oh-oh. Noch glitzert. So, schön her damit. Das ist ein mega Schwung. Voll Nitro! Ordentlich etwas flöten. Yeah.
Scanner von da, von Janies Imbiss nach Räubern. So, aber diese Mission wird in der nächsten Aufnahme passieren. So, sag ich nur, danke fürs Zuschauen, vergesst nicht mich zu abonnieren, ein Like zu drücken und ein Feedback dazu noch. Und einen Kommentar zu hinterlassen. Euer Mr. Gamerlone. Tschüss, bis bald. Bis zum nächsten Mal bei Lego City Undercover. Tschüss.